Moin, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Das Trainingslager in Österreich ist vorbei. Ich bin wieder in Hamburg angekommen, wie ihr hört, auch mit einer leichten Erkältung. Anscheinend habe ich die Klimaanlage dort vor Ort nicht so gut vertragen. Ja, und ich dachte, jetzt nach einem Tag Ruhe ist es mal Zeit, die Tage in Kitzbühel nochmal zu analysieren, Revue passieren zu lassen und euch nochmal ein kleines Fazit zu geben von dem, was dort abgegangen ist. Ja, die größte Erkenntnis ist tatsächlich, ihr habt es im Videotitel wahrscheinlich schon gelesen, der HSV ist noch nicht bereit. Das haben wir gesehen. Es sind ja noch 2 Trainingswochen bis zum Spiel gegen Schalke 04. Aber da muss auch noch viel passieren. Denn ich würde sagen, dieses Trainingslager stand wirklich unter dem Vorzeichen Verletzungspech. Ja, es haben teilweise 11 Spieler gefehlt an einem Tag. Kapitän Sebastian Schonlau hat gar nicht mit trainiert. Der hat Wadenprobleme, ebenso wie Jonas Meffert, der auch nur wenig trainieren konnte aufgrund seiner Wade. Und Miro Muheim, auch er hat Wadenprobleme. 3 Stammspieler, die noch nicht fit sind, die wahrscheinlich auch nicht bei 100% sein werden, wenn es dann in 2 Wochen losgeht gegen Schalke. Dazu kamen weitere Ausfälle, tragisch, Ansi Sohon. Also was dieser Junge alles mitmachen muss, das tut mir unfassbar leid. Ob er sich beim HSV jetzt auch nach dieser schweren Verletzung wieder zurückkämpfen kann, das weiß ich nicht. Es ist sehr, sehr schwer. Der Konkurrenzkampf ist groß im Mittelfeld und er hatte sich gerade erst wieder reingekämpft. Und deswegen tut es mir umso mehr leid für ihn. Er hat gut trainiert, er wirkte engagiert und dann fällt er wieder aus. Ansi, an dieser Stelle nochmal gute Besserung, ganz viel Kraft, komm stärker zurück. Das muss eine harte Situation sein. Und ich glaube, jeder beim HSV drückt ihm die Daumen. Ja, man fährt ins Trainingslager nach Österreich, fast 1000 Kilometer von Hamburg entfernt und kann dann nur auf 2 Drittel des Kaders zurückgreifen. Schwierig. Auch die Neuzugänge. Guillermo Ramos hat noch Schlüsselbeinprobleme gehabt. Der konnte auch nicht wirklich in die Zweikämpfe gehen. Denis Hadžikadunić kam erst ein paar Tage später dazu. Hatte in Hamburg noch einiges zu erledigen nach seinem Transfer von Rostov. Ich muss sagen, die Neuzugänge haben mir echt gefallen. Und nicht nur aufgrund der Testspiele oder des ersten Testspiels, sondern auch im Training. Denis Hadžikadunić vor allem wirkt spritzig, er wirkt zweikampfstark, hat sehr lange Beine, mit denen er auch ins Tackling geht. Und ich glaube, dass er schon Potenzial hat und den HSV auch verstärken wird. Beim Testspiel konnte er das aber noch nicht so richtig zeigen. Ich meine natürlich das Spiel gegen Red Bull Salzburg. Da hat irgendwie wenig gestimmt beim HSV. Und das ist jetzt der nächste Punkt in meinem Fazit. Die Testspiele haben in meinen Augen nicht besonders viel Aussagekraft. Das Spiel gegen Pilsen war positiv. 3:3 gegen einen Champions-League-Anwärter, die letztes Jahr noch gegen Bayern gespielt haben. Da hätte der HSV auch mehr rausholen können. Gerade defensiv war das wieder mal nicht sattelfest. Aber das zweite Spiel gegen Red Bull Salzburg, es war klar, dass sie uns überlegen sein würden. Aber es war dann schon wirklich 1-2 Klassen, die da dazwischen lagen. Gerade auch das Tempo war wirklich beeindruckend, was die Salzburger gegangen sind. Die starten jetzt auch bald im Pokal. Aber trotzdem, der HSV wirkte müde. Man kann es natürlich darauf schieben, dass das Trainingslager sehr kräftezehrend war, aber das lasse ich nicht gelten. Als Fazit kann man aus den Testspielen eigentlich nur nehmen, gut, dass der HSV definitiv umstellen wird, denn ich glaube, diese Innenverteidigung, im ersten Spiel waren es David und Zumberi, im zweiten Spiel waren es Hadžikadunić und Zumberi, werden nicht auflaufen. Das war sicherlich jetzt einmalig so aufgrund der verletzten Lage. Der HSV muss sich da verstärken und muss vor allem auch viel sicherer auftreten. Und da haben nochmal die Testspiele offenbart, welche Lücken da hinten entstehen. Ein Testspiel gibt's noch, das ist gegen keinen geringeren als die Glasgow Rangers im Ibrox Stadium. Wird sicherlich ein Fußballfest, gerade aufgrund der Fanfreundschaft. Ich bin leider nicht da, aber ich glaube an alle HSVer, die da hinfahren, ihr werdet eine gute Zeit haben. Fragt mich nur, ob der HSV dann sportlich euch auch eine gute Zeit bieten wird, denn auch die Rangers sind favorisiert, wie eigentlich alle letzten Testspielgegner. Finde ich eigentlich gut, dass man sich mit Stärkeren misst. Aber eine richtige Standortbestimmung ist es dann nicht. Die wird der HSV erst in 2 Wochen gegen Schalke bekommen. Ja, und da mag man eigentlich gar nicht dran denken. Auch gerade aufgrund der Verletzten. Sebastian Schonlau fehlt wirklich an allen Ecken und Enden. Ja, gegen Schalke muss noch einiges kommen. Sonst wird das sicherlich auch wieder ein böses Erwachen geben, gerade in der Defensive. 2 Wochen bleiben also noch dafür. Wollen wir aber nicht nur negativ bleiben, denn Positives gab es auch. Und zwar personell. Fangen wir an bei den Youngstern. Die haben mir echt gut gefallen. Allen voran Nicolas Oliveira Kisilowski. Ich durfte ihn schon letzte Saison in der U21 mehrfach sehen und da hat er mir auch schon gut gefallen. Er hatte ja auch schon in der Rückrunde bei den Profis mit trainiert. Aber das, was er im Trainingslager abgespult hat, war echt richtig stark.
Er hat wirklich gezeigt, dass er mithalten kann mit den Profis und dass er wirklich eine echte Option werden kann. Gerade auf den Außenverteidigerpositionen, wo der HSV bekanntermaßen nicht genug Personal hat und auch, ja, wenn man sich die letzte Saison anguckt, nicht genug Qualität hatte, ist er ein Kandidat, wo ich sage, passt auf den auf, merkt euch den Namen. Ich bin sicher, dass er in den ersten Ligaspielen auch seine ersten Profiminuten sammeln wird. Zumindest aufgrund seiner Trainingslagerleistung hat er sich das verdient. Auch Tom Sonne hat mir sehr gut gefallen. Gerade sein Kopfballspiel ist echt beeindruckend. Er ist ja nicht der Längste. Er hat auch gezeigt, dass er wirklich hart arbeitet, wirkt er immer motiviert. Und finde ich gut. Sympathischer Junge. Warum nicht auch solche Spieler mal reinwerfen? Er hat ja schon sein Zweitligator gemacht. Damals gegen Magdeburg, wenn ich mich nicht täusche. Er hat ja auch seinen Profivertrag gerade unterschrieben. Die anderen waren auch gut, will ich nicht unterschlagen. Hannes Herrmann, Torwart aus der U19. Aus dem wird sicherlich auch was. Der ist ja auch U19-Nationalspieler. Dann Luis Seifert. Auch stark im Training. Beim Testspiel wirkt er noch ein bisschen unsicher. Hat dann auch ein Gegentor verschuldet. Ja, Omer Meguez, spielerisch super. Allerdings weiß ich nicht, wie viel Zeit die Jugendspieler bekommen werden. Denn Zeit hat der HSV nicht. Der HSV braucht jetzt Verstärkung. Und Nicolas Oliveira Kieselowski, und da lege ich mich fest, für mich einer der Gewinner des diesjährigen Trainingslagers. Wenn wir über Gewinner sprechen, dann muss man auch über Spieler sprechen, die eigentlich schon ein bisschen abgeschrieben waren, hatte ich den Eindruck. Und dazu zählen Stefan Ambrosius, Leihrückkehrer aus Karlsruhe, war auch noch ein bisschen angeschlagen, aber er hat gut trainiert. Und Tim Walter hat erstaunlicherweise über ihn gesagt, er sei immer eine Option. Das sah vor einem Jahr noch anders aus. Da war Ambrosius nämlich nach Karlsruhe verliehen worden, weil Walter nicht auf ihn gesetzt hatte. Und jetzt hat er sich durch gute und auch durch konzentrierte Trainingsleistungen in den Fokus gespielt. Bleibt natürlich die Frage, inwieweit das auch der sportlichen Situation geschuldet ist, denn wir alle wissen, der HSV hat gerade Verletzungspech und man kennt ja immer die Tricks, eventuell wird da so ein bisschen auch ein Spieler hochgejubelt, wenn man ihn vielleicht noch verkaufen will. Ob Ambrosius bleibt, das wissen wir ja nicht, deswegen trotzdem, ich habe es beobachtet und ich kann bestätigen, dass er gut trainiert hat und warum nicht? Ich meine, es wäre auf jeden Fall eine Story, wenn Stefan Ambrosius nochmal beim HSV eine Rolle spielen sollte. Deswegen gönne ich ihm. Top-Einstellung, top austrainierter Typ. Er hat das Trainingslager auf jeden Fall genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Genau das hat auch William Miquel-Bronsy getan. Denn den hatte ja auch keiner mehr auf dem Zettel. Der wurde schon als Fehleinkauf abgestempelt. Hat letztes Jahr auch natürlich abseits des Platzes für Schlagzeilen gesorgt. Aber im Trainingslager hat er sich richtig reingehängt. Und auch das nötigt mir Respekt ab, denn er hatte ja jetzt nicht die große sportliche Perspektive unter Tim Walter. Zumindest nicht in den letzten Monaten. Und auch in den Testspielen wirkte er noch fast am besten. Also, wenn man das so sagen kann, die Defensive war natürlich nicht akzeptabel, die Leistung. Aber trotzdem im Training und auch in den Spielen, er wirkt giftig und er wirkt auch selbstbewusster. Und das ist vielleicht ein Zeichen, dass er sich doch entwickelt. Und ich würde mich freuen, denn er war ja auch nicht ganz günstig. Warum sollte er jetzt nicht die Chance bekommen? Also, William Miquel-Bronsy und Stefan Ambrosius, zwei Gewinner, auf die vielleicht jetzt nicht jeder Geld gesetzt hätte vor dem Trainingslager. Das Trainingslager war für mich geprägt von Blessuren und Verletzungen, aber es gab Lichtblicke. Gerade Emanuel Farai hat mir richtig gut gefallen. Es war für mich der beste HSV-Spieler in den Testspielen, nicht nur aufgrund seiner beiden Tore, sondern auch, weil er einfach unfassbares Potenzial mitbringt. Also ich fand ihn im Training wirklich exzellent. Gerade technisch. Also ich erinnere mich an eine Szene, als er wirklich geschmeidig Daniel Heuer Fernandes umkurvt hat und sogar die eigenen Spieler applaudiert haben. Also technisch hat sich der HSV da wirklich weiterentwickelt. Ein Wort noch zu Tim Walter. Ich konnte beobachten, ich will mich jetzt hier nicht als Psychologe versuchen, aber er wirkte introvertierter. Introvertierter, als wir ihn kennen, bedeutet das. Denn er war laut auf dem Trainingsplatz zu seinen Spielern, er war hart, die Intensität war hoch und das ist wirklich löblich, das ist super. Sonst war zu beobachten, dass er wirklich weniger kontaktfreudig war. Zumindest auf mich wirkte das so. Ich habe ihn ja auch schon jetzt häufiger gesehen beim Training. Ja, er war einfach ruhiger. Das ist eine Beobachtung. Ich glaube, das kann man auch verstehen, denn der HSV ist ein Verein, der einfach Druck mit sich bringt. Jeder steht unter Druck. Erst recht der Trainer. Das ist einfach Teil des Geschäfts und ich meine, es ein bisschen zu spüren. Ja, da lehne ich mich aus dem Fenster. Ich bin nicht intern, ich kann das nicht beurteilen. Trotzdem habe ich meine Meinung und mein Gefühl von diesen 10 Tagen war, dass es schon auf jeden Fall nicht spurlos an den Trainern und dem Trainerteam vorbeigegangen ist, dieser
der dramatische ja, Saisonendspurt. Ja, also ein sehr ruhiger Walter, der aber zielstrebig wirkte, auf dem Platz wirklich Vollgas gab. Es fielen auch oft Schimpfwörter, er war sehr emotional, man kennt ihn mit seiner Wasserflasche. Und ja, die Intensität hat mich beeindruckt. Ich habe auch mit vielen Fans gesprochen. Ganz liebe Grüße an euch an dieser Stelle. Das war vielleicht sogar mein größtes Highlight des Trainingslagers, mit euch zu sprechen und einfach diesen Austausch zu haben, die Liebe zum HSV zu teilen und dann auch zu erfahren, wo ihr herkamt, dass ihr teilweise 1000 Kilometer gefahren seid, nur für ein, zwei Tage dort. Das ist stark. Das ist wirklich bedingungslose Unterstützung. Und ich glaube, der HSV kann froh sein, Fans wie euch zu haben. Ich spreche jetzt für alle, auch wenn ihr jetzt nicht im Trainingslager wart. Okay, fassen wir zusammen. Das Trainingslager war sicherlich durch die Verletzungen nicht der Erfolg, den der HSV sich erhofft hat. Einfach Pech. Manches war natürlich auch irgendwie vorhersehbar, ne, dass nach so einer langen Saison Spieler auch mal muskuläre Probleme bekommen. Das ist, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass du 2 Jahre lang lange Saison spielst, mit Relegation spielen. Du hast eine verkürzte Vorbereitung und machst dann noch eine Saisonauftakt gegen einen Top-Club, gegen Schalke 04. Es gibt leichtere Programme, es gibt leichtere Auftaktspiele, aber der HSV hat zumindest intensiv trainiert. Man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht hart gearbeitet hat. Und das ist das Mindeste, das muss man sagen. Und die jungen Spieler und auch die vielleicht Reservisten haben es angenommen. Das bleibt. Die Neuzugänge machen für mich einen sehr guten Eindruck, insbesondere Emanuel Ferrei. Auch Denis Hadžikadunić, obwohl wahrscheinlich viele Leute jetzt nur das Testspiel gesehen haben, mit seinem eigenen Tor war natürlich nicht glücklich, formulier es mal so. Trotzdem glaube ich, dass er wirklich was mitbringt. Ich sehe ihn auch zumindest vor Guillermo Ramos, wenn der fit sein sollte. Und mal sehen, Sebastian Schonlau, Denis Hadžikadunić, bin gespannt, wie dieses Duo funktionieren wird. Ich kann das noch nicht beurteilen, genauso wie ihr wahrscheinlich auch nicht, aber lasst uns ihm zumindest eine Chance geben, genauso wie den anderen Neuzugängen, denn ich finde, das schulden wir den Spielern. Also, was nimmt der HSV mit aus diesem Trainingslager? Die Erkenntnis, dass noch viel zu tun ist, ich glaube, das war uns allen klar. Schalke kommt wahrscheinlich zu früh. Ich weiß, dass das Spiel ausverkauft ist, ich weiß auch, dass es den Ticketansturm gab, aber trotzdem, ja, das wird ein harter Brocken für den HSV, eine richtig harte Aufgabe. Sonst bleibt die Erkenntnis, dass die Defensive einfach eine unfassbare Baustelle ist. Jetzt natürlich noch mit den Verletzungen, komplett durcheinander gewürfelt ist, da ist niemand eingespielt. Also ohne Sebastian Schonlau wird das sehr schwer werden. Der HSV braucht seinen Kapitän. Die Intensität im Training stimmt, die Youngsters rücken ran, vor allem Nicolas Oliveira Kieselowski. Ich würde ihm eine Chance geben. Persönlich war das Trainingslager für mich super aufregend. Ich habe immer davon geträumt, mal wirklich nah am HSV dran zu sein. Und ja, in dieser Kulisse mit dem Alpenpanorama, das war wirklich schon zauberhaft. Also ich wäre am liebsten die ganze Zeit Bergwandern gegangen. Aber Fußball ist dann eben doch spannender, deswegen bin ich dann gar nicht auf den Berg rauf. Aber es war auf jeden Fall ein spektakuläres Ambiente. Danke, dass ihr meinen Volkspark verfolgt. Danke, dass ihr auch abonniert habt. Falls ihr noch nicht abonniert habt, ihr wisst wo, bitte lasst ein Abo da und ein Like. Es würde uns sehr freuen und wir freuen uns auch, dass ihr dabei seid. Bleibt dran und bis bald. Ganz liebe Grüße.